In der K.O.-Runde der WM treffen heute zwei absolute Schwergewichte aufeinander. Es ist das Duell der Top-Mannschaft. Gleich zeigen wir es Ihnen live hier aus dem Lusail Stadium. Willkommen im Lusail Stadium, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren sind wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute ein Spiel aus dem Achtelfinale dieser WM. Portugal gegen die Schweiz. Wir sind also im Achtelfinale angekommen in diesem Wettbewerb. Jetzt wird natürlich auch die Nervenbelastung immer größer. Unter den besten 16 sind sie schon, aber ja, ist ja logisch. Die wollen mehr. Hier soll noch nicht Schluss sein. Portugal spielt heute mit dieser Aufstellung. Heute im Tor Rui Patricio. João Cancelo spielt mit Rafael Guerreiro in der Abwehr. Ruben Neves steht mit Bruno Fernandes im Mittelfeld. Und der einzige echte Stürmer ist in diesem Spiel Cristiano Ronaldo. Die Aufstellung der Schweiz sehen wir hier. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Manuel Akanji spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Remo Freuler steht mit Granit Xhaka im Mittelfeld. Und der einzige Stürmer ist Breel Embolo. Es ist alles gesagt, das Spiel kann beginnen. Anschluss haben die Schweizer. Der Versuch aus der Distanz. Das war knapp. Wenn da das Tor fällt, dürfen Sie sich nicht beschweren. Geht da voll in diesen Zweikampf. Widmar. Cristiano Ronaldo kommt. Ist das das Tor? Früh bringt er sie hier in Führung. Da ist das Tor. Herrlich, wie er den trifft. Nahezu perfekt. Da gibt es kaum was auszusetzen. Ach, da gibt es nichts auszusetzen. Das war ein Kracher. Unhaltbar. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Freistoß Schweiz. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Cristiano Ronaldo auf Außen. Den muss Cristiano Ronaldo machen. Jetzt kommt die Ecke. So, das war nix. Die Szene sollten Sie jetzt am besten ganz schnell vergessen. Sehe ich auch so. Das war eine verschenkte Chance.
wird es jetzt gefährlich. Klasse Tackling. Ronaldo. Cristiano Ronaldo mit der Flanke. Die bekommen den Ball nicht raus. Abwehr kann erstmal durchatmen. Joao Felix. Bernardo hat den Ball. Vargas. Da ist der Ball weg. Rafael Leao. Die Schweizer verlieren den Ball. Das gibt einen Einwurf. Cristiano Ronaldo. So langsam wird es gefährlich. Da hätte er es fast gemacht. Bernardo Silva. Klasse durchgesetzt. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Es gibt Ecke für Portugal. Ecke in die Mitte. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Bernardo. Bernardo. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Eine Minute gibt's oben drauf. Pausenpfiff, das war's mit der ersten Spielhälfte hier im Lusail Stadium. Es geht weiter mit der zweiten Spielhälfte. Portugal im Augenblick knapp vorne. Den Zweikampf führt er sehr gut. Rafael Leao. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Riesenchance. Wieder lässt er sich nicht aufhalten. Wieder das Tor. Heute schon sein zweites. Wunderbar, wie er diesen Ball trifft. Da ist eine Menge Wucht, eine Menge Power hinter. Da hat der Keeper keine Chance. Goal. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Freuler. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen, und er hat ihn. Rafael Leao. Die Chance hier. Portugal mit dem Tor. Die Abwehr lässt den Keeper im Stich, alleine gegen zwei. Was willst du da machen? Das ist nahezu aussichtslos. Und sie machen es clever, machen es eiskalt. Lassen sich auch nicht mehr verunsichern, und der Ball ist drin. Es geht weiter. Portugal nun also mit drei vorne. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Rafael Leao. Joao Felix mit dem Ball. Ronaldo. Ganz stark. Freuler. Manuel Akanji. Widmer. Sie können den Pass unterbinden. Xherdan Shaqiri. Jetzt ist der Platz da.
Oh, waren das die Nerven. Der muss eigentlich fast drin sein. Da ärgern sie sich. Rafael Leão. Riesenchance. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Da wäre Platz für den Konter. Gibt den Ballbesitz ab. Rafael Leão. Die Rufe der Fans. Schieß, schieß, schieß. Sieht nach einer guten Chance aus. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Die Ecke kommt rein. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Bernardo. Sie unterstützen gut. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Wir schauen auf die Uhr, 5 Minuten sind es hier noch. Die Schweizer mit dem Freistoß. Oh, jetzt werden sie wechseln. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Rafael Guerrero. Wir hören den Schlusspfiff in dieser Partie. Portugal ist damit in der nächsten Runde. Also das war wirklich überzeugend, wie sie in dieser Runde aufgetreten sind, wollten den Sieg und haben ihn sich geholt. Guter Auftritt heute von Cristiano Ronaldo. Ich glaube, so hatten sich das alle erhofft. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.